Shea hätte ihr eigenes Kind beinahe abgelehnt, als sie sein Geheimnis erfuhr. Sie wollte immer eine Tochter haben, die sie wie eine Puppe anziehen konnte. Doch die Sängerin musste sich von ihrem Traum von einem kleinen Mini-Ich verabschieden. Obwohl ihr Kind bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugewiesen bekam, fühlte es sich nie wie eine Frau. I wanted to grow up to be a man, not a woman. Für jemanden, der als LGBT-Ikone bekannt ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber Shea konnte es nicht akzeptieren, als sich ihr eigenes Kind geoutet hat. Außerdem ist sie ausgerastet, nachdem sie die Wahrheit erfahren hatte. It was very un-Shea-like, we say. It's because I didn't want it to be that way. I didn't want her to be gay. I wanted her to be straight. Shea wünschte sich so sehr, dass ihr Kind anders ist, dass sie Shea nicht mehr sehen konnte. Also tat sie etwas, das ihre Beziehung fast zerstört hätte. Shea wanted to kick you out of the house? Or did kick you she out? She did. She kicked you out of the house? Yeah. How old were you then? 18. Es verletzte Shea sehr, dass seine Mutter andere LGBT-Jugendliche unterstützte, aber nicht ihn. Bono erinnert sich, dass ihr Haus immer voller LGBT-Leute war. Friseure, Kostümbildner und andere kreative Persönlichkeiten. Aber die Sängerin konnte mit der sexuellen Orientierung ihres eigenen Kindes nicht umgehen. Sie hatten schon seit einiger Zeit Meinungsverschiedenheiten, noch bevor Bono sich geoutet hatte. She told you you walk like a truck driver. Mm-hmm. And you dress like a slob, she yep. told you, as a child. Teenager. Said, teenager. Yeah, those were the fun teenage years. Und die Schule war auch nicht besser. Shea fühlte sich wie eine Außenseiterin unter den Mädchen, die von Mode und Jungs besessen waren. Especially going into puberty, it felt like the expectations around me started to change of how I was supposed to act. Mm-hmm. But it also felt as if my body was like literally betraying me. Glücklicherweise gab es eine Person, die Shea so akzeptierte, wie er war. Es war sein Vater Sonny und seine Unterstützung war sehr wichtig. Doch leider hielt ihre Bindung nicht lange. Sie wurde durch einen bitteren Verrat zerrüttet. Sein Vater trat der Republikanischen Partei bei und stimmte gegen die Gleichstellung der Ehe. Für Shea war das ein Dolchstoß in den Rücken. Er hatte nie wieder mit seinem Vater gesprochen. Und Shea brauchte einige Zeit, um sich an ihre neue Realität als Mutter zu gewöhnen. We slowly started to work on it together to the point where, you know, now she's just really supportive. Obwohl sie sich gerade erst damit abgefunden hatte, dass ihr Kind schwul ist, stand Shea bald vor einer neuen Herausforderung. Selbst nach seinem öffentlichen Coming-out konnte Shea es nicht ertragen, in einem weiblichen Körper zu leben. Es dauerte 12 Jahre, bis er den Prozess der Geschlechtsumwandlung einleitete und seinen Lebenstraum verwirklichte, ein Mann zu werden. Shea befürchtete, dass ihr Kind nach dem Eingriff ein anderer Mensch werden würde. Doch als sie sah, dass ihr Kind so glücklich war wie nie zuvor, wurde der Sängerin ihr Fehler bewusst. Und dann wurde ihr klar, wie unglaublich schwer das alles für Shea war. Er hatte sein ganzes Leben damit verbracht, jemand zu sein, der er nicht war. Und endlich konnte er selbst sein. You have one child, but you don't really lose them. They just are in a different shape. Shea ist seiner Mutter nicht böse, dass sie ihn anfangs nicht unterstützt hat. Er versteht, dass es auch für sie eine schwere Last war, da sie eine öffentliche Person war. For my mother, I completely understand why it must have been difficult. You have this expectation of your baby girl and how that's going to be, and I didn't act anything like she probably imagined. Heutzutage kommen Shea und Shea besser miteinander aus als je zuvor. Nach all ihren Meinungsverschiedenheiten verstehen sie sich endlich. Chaz has the most courage of almost anyone I know. My gosh, you must be so proud of him. I can't even tell you. Shea wurde klar, dass das Beste für sein Kind zu wollen nicht bedeutet, es zu zwingen, jemand zu sein, der es nicht ist. I realized this was not my life, this was my daughter's life, and your job as a parent is to support your children. Kinder brauchen Eltern, die sie so erziehen, damit sie später sie selbst sein können. Nur dann können sie wirklich glücklich sein.